In diesem Video, Leute, haben wir unser Haus eingerichtet, einen Villager rangeholt, unsere Rüstung angefangen zu enchanten und vieles mehr. Wenn euch solche etwas längeren und mit mehr Content Videos gefallen, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen, damit wir so schnell wie möglich die 200 Abos knacken. Ich habe vor, hier den Enchanting Table zu platzieren. Jetzt müsste es 30 sein. Als nächstes baue ich jetzt mal sowas hin. Das wird dann nämlich hier eine Pflanze. Ich habe jetzt noch keinen Topf, aber das reicht erstmal, bis es dann hochgewachsen ist. Und hier habe ich vor, noch ein kleines Secret reinzumachen in eine der Teile, was dann nicht so sehr auffällt. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber eine Laterne ist einfach ein sehr schöner Lichtblock. Und Leute, den Schafen hier drin geht's gut. Okay? Und jetzt habe ich mir gedacht, dass hier so ein kleiner Werkelraum kommt. Deshalb kommt hier eine Werkbank hin. Die wird dann hier so ein bisschen umrandet. Und hier oben kommt dann so ein Bett hin. So Leute, da kann man zwar jetzt nicht hoch. Aber man muss ja nicht so. Man muss ja nicht so sein. Bestimmt hat der Dorfbewohner Superkräfte oder irgendwie sowas. Jetzt kommt hier noch ein Schmiedetisch hin. So Leute, da mussten mal die Items geholt werden. Das hier fertig einzurichten, damit das auch den nötigen Touch erhält. Deshalb kommen hier jetzt mal ein paar Sporenblüten hin. So Leute, da wurde jetzt nochmal ein anderer Busch genommen. Ein Busch kann man nämlich sehr schön... Diesen Busch habe ich schon in vielen Häusern vorher gebaut und jetzt kann ich hier euch auch mal zeigen. Ihr nehmt jetzt nämlich einfach eine beliebige Laubart. Ich nehme jetzt mal mir von hier hinten die Azalea, weil die einfach am besten aussehen. Jetzt kommt der Grindstone hier hin. Jetzt Leute, gönnt euch einfach. Ich finde ihn mega schön. Das Baumdesign. So, das passt nämlich perfekt. Nun bin ich fertig mit der Inneneinrichtung hiervon. Jetzt kann ich hier erstmal mich um ein paar Fenster kümmern. Jetzt wird erstmal aufgeräumt und dann geht es an den geheimen Keller. Hier fange ich dann jetzt schon mal an mit diesem besagten Bunker. Mit diesem besagten Baum. Ich habe vor, so etwas Ähnliches wie einen Folterraum zu bauen, wo ich dann Bock hätte, einen Villager, einen Zombie-Villager zu trappen, was eigentlich ganz nice wäre. Habe ich hier drin halt vor, sowas Ähnliches wie ein Iglo zu bauen, nur dass der Villager halt einmal kopfüber steht und es so dann aussieht, als würde er an etwas angehängt. Natürlich soll diese Kammer dann aber letztendlich aussehen, als wurde sie stillgelegt. Das heißt, die wird dann genauso wie oben ein bisschen voll mit Azalea-Zeug sein. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass dann eine Kammer quasi zerstört ist, dass da quasi ein Monster ausgebrochen ist. Und in einer Kammer quasi noch dieser Villager erhalten ist. So Leute, ich habe mich jetzt mal dazu entschieden, anzufangen, meine Rüstung zu enchanten. Das heißt, ich muss jetzt hier mal meinen 106 Leveln Adieu sagen, Leute. I just wanna dance all night. And I'm all messed up, I'm so out. Da ich eben schon geguckt habe, waren es jetzt nicht die besten Enchantments. Fangen wir mal mit den Helden. Ich trade jetzt mal Wasseraffinität. Und wir bekommen nicht mehr als nur Wasseraffinität drauf. Oh,
Jetzt sieht man hier schon mal die schöne Rüstung. Schön schwer. Und für Villager brauchen wir leider schon eine Festung. Oder ich würde mir die Mühe machen, die aus einem Dorf zu holen. Und ich glaube, ich mache das wirklich eher so. Weil mir ist es lieber, diesen Aufwand zu bauen, als schon vorher in den Never zu gehen und dann zu sterben. Denn ich möchte probieren, hier so lange wie möglich zu überleben. Ich probiere jetzt mal zuallererst zwei Villager. Die ich hier im Haus trappen werde, das mache ich, indem ich die Glocke läute. Dann einen Block vor den Häusern platziere. So, jetzt. Beide Villager rein. Der Villager auch gut. Und Leute, hier sind wir wieder, weil ich musste letztes Mal ausmachen. Ja, war mies. Oh, und hier sind unsere beiden Villager. So, Leute, schon habe ich das Hauskoordinaten. Und das heißt, wir müssen in die Richtung. Und zwar ganz schön weit. Beziehungsweise muss ich erstmal beide in verschiedene Boote bringen. Und danach kann ich erst Progress machen. Ist das neu oder ist das so mir aufgefallen, dass der Eisengolem einfach manchmal eine verschiedene Blumen hat, also als Textur. So Leute, da haben wir beide Villager bei uns. Ich muss ja gerade was ausprobieren. Ja, wie geil, Leute, schaut mal. Ihr werdet einfach so hinter mir herziehen, wie geil. Und schon kann die Reise losgehen. Alter, die Dorfbewohner, die werden jetzt verschleppt. Hier, Leute, muss ich jetzt leider aussteigen und eine kleine Pause der Reise unternehmen. Und jetzt haben wir dieses Hindernis bewältigt und können weiterfahren. 2000 Jahre später. Alter, nee, solche Kack-Zombies, Digga. Meine F***, ey. Ehrlich, kein Bock mehr. Junge, ja, ich hole diesen Villager. So, Leute, da haben wir jetzt den Zauberwald verlassen. Das heißt, wir haben jetzt viel weniger Stress, was Monster betrifft. So, Villager, schau dich um. Nee, du solltest, darfst dich schon umschauen. Du musst dich auf ein Nikes App. Wir müssen nämlich hier nach dem Dorf hin. Du Ausschau halten, weil ich dann das Glück hätte, dass ich nicht weit fahren müsste. Das würde deinen Kollegen bestimmt helfen. So, Leute, diesen Villager haben wir. Ich werde mich jetzt offscreen noch um einen zweiten kümmern. Da kann ich euch vielleicht mal zeigen, wie wir den gefunden haben. Und in den nächsten Folgen bauen wir dann Villager Breeder Eisenfarm ETC. Wow, Leute. Villager, sag auch mal was. Na, Kamera. Ey, ganz kurz geschaut in die Kamera. Nice.